Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch, ja, zum neuen Odin war shoppen. Das wird wieder ein Odin war shoppen Spezial. Das ist wieder von Nordische Welt und Spaß kostet. Link findet ihr natürlich in der Videobeschreibung. Bei Nordische Welt gibt es ja, Code steht unten in der Videobeschreibung, gibt es ja 10% Rabatt. Den habe ich auch selber genutzt. Und da habe ich jetzt hier so einen Batzen. Was wir jetzt uns angucken wollen, das habe ich im vorigen Hangout mit euch zusammen bestellt. Und habe das halt, wie gesagt, bei Nordische Welt und bei Spaß kostet. Ich werde auch zu jedem von den Klamotten, werde ich auch Instagram-Bilder machen. Das wird eine richtige Serie. Jeden Tag kommt dann in Zukunft ein Bild. Also die werde ich jetzt in den nächsten Tagen, wenn ich wieder fitter bin, werde ich da Fotos machen. Und dann sind ja verschiedene Oberteile, kommen dann halt ein paar Instagram-Bilder, jeden Tag eins. Wenn ihr jetzt die Geräusche hört, das kann die Klimaanlage sein, weil ich halte es nicht aus. Ich kann nicht am Unboxing-Tisch jetzt aufnehmen. Ich nehme jetzt auf meiner Couch auf und auf meinem Wohnzimmertisch liegen die Klamotten, weil die Klimaanlage da so viel Platz wegfrisst. Aber ich halte es draußen nicht aus. Draußen sind es, also ohne Klimaanlage meine ich, wenn ich die jetzt ausmachen würde, draußen sind es über 36 Grad. Die Bude ist bei 28 Grad. Steht zwar da nur 28, aber irgendwie, dir läuft alles runter. Geht leider momentan nicht anders. Ich habe auch schon eine Testaufnahme gestartet vorher, nur mit der Klimaanlage, in der Hoffnung, wenn es zu laut ist, dass ich das vielleicht, diese Geräusche ein bisschen rausfiltern kann. Also tut mir leid, wenn es jetzt alles nicht so schön ist wie sonst. Aber es ist leider nicht anders machbar momentan bei der Mega-Hitzewelle. So, aber nichtsdestotrotz. Ach, in Zukunft haben sie sogar 8XL. Bei Nordische Welt. Ich habe auch hier wieder Klamotten mit bei, die ich mir selber erstellt habe. Die sind hier auch mit Rückendruck gekennzeichnet. Gott, da habe ich wirklich so viel bestellt. Da kam mir gar nicht so viel vor. Ich kann euch das leider nicht zeigen, weil da meine Adresse steht. Also wir waren im dreistelligen Bereich von den Klamotten. Und wie gesagt, ich habe nicht live im Stream bezahlt, weil ich eine E-Mail hingeschrieben habe, beziehungsweise einen Vermerk gemacht habe beim Bestellvorgang bei Nordische Welt und bei Spaß kostet, dass halt zwei Bestellungen einmal zusammengefügt werden sollten, dass ich halt nur einmal Versand bezahle. Ja, das geht. Dann habe ich bei ein paar Klamotten einen Rückendruck drauf machen lassen, wo eigentlich kein Rückendruck drauf ist. Und was war noch? Ach, und so bei den Hosen habe ich nämlich was gefragt. Ich habe hier auch, wenn man das sieht, jetzt so eine kurze Hose an. Das ist hier mit Weihknut drauf. Ich hoffe, ihr könnt es so in etwa sehen. Und es ist so eine, ja, und da habe ich jetzt halt auch nochmal kurze Hosen bestellt. Wartet mal, ich hole mal schnell meine Brille. So. Mal schnell die Brille geholt. Und da habe ich erstmal gefragt wegen der Größe, weil die ein bisschen kleiner ausfallen. So, aber jetzt kommen wir wirklich langsam mal zum Eingemachten. Oh. Ho, 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 ho. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Fangen wir einfach mal hier an. So, und zwar ist das ist eine Dreiviertelhose. Ich hoffe, ihr könnt die so ein bisschen erkennen. So eine Dreiviertelhose ist halt so lang. Da steht Nordmänner drauf. Das ist auch mit Absicht so ein bisschen schlicht gehalten. Und Nordmänner, falsch rum, so könnt ihr es sehen. Und Nordmänner in einem ganz schlichten, etwas ja, dunkelgrauen Druck, damit es nicht gleich auffällt. Ja, ja, das passt. Das passt.
So, haben wir einmal eine Dreiviertelhose. Dann, das werdet, also das ist eine Dreiviertelhose, was ich euch jetzt zeigen werde. Die werdet ihr schon kennen. Ja, also das passt. Welche Größe habe ich da? 3XL? Ja, das ist gut. Und zwar Nordic, ach Mensch, Nordic Walking mit dem Torshammer. Das werdet ihr schon kennen, weil das habe ich schon als Jogginghose. Jogginghosen, ich habe auch bei dieser Bestellung wieder einiges vergessen, was ich dann zum Winter hin noch nachholen werde. Ich habe noch vergessen, bei Spaß kostet, wollte ich mir noch eine Jogginghose bestellen, eine lange, wo drauf steht, ich trage schwarz, bis es was Dunkleres gibt. Und bei Nordische Welt auch noch ein paar Jogginghosen für den Winter. Da bin ich auch am Überlegen, ob ich mal gucke, ob ich da was abwandeln kann. Da will ich mal fragen noch wegen anderer Schrift und so. So, dann haben wir hier nochmal eine Dreiviertelhose. Ach, da. Das kennt ihr auch. Da steht Heiden drauf. In Runen. Also H. H. I. I. D. I. N. Heiden. Auch eine Dreiviertelhose. Qualität wie immer erste Sahne. Vom Anfassen her schon. Wie gesagt, ich kaufe jetzt bei Spaß kostet. Nordische Welt gibt es ja noch nicht so lange. Bei Spaß kostet kaufe ich jetzt seit über 15 Jahren ein. Und ich habe noch nie was gehabt, dass ich irgendwie unzufrieden bin. So, auch jetzt. Oh. Jetzt kommen wir was für die Kleine. Ich habe für meine Prinzessin habe ich was mitbestellt. Ah, und hier habe ich noch was von Spaß kostet. Ich würde sagen, nee, das ist von Spaß kostet. Ich würde sagen, Spaß kostet machen wir zum Schluss. Wir machen jetzt erstmal Nordische Welt fertig, würde ich sagen, oder? Was sagt ihr dazu? Ich rede wieder mit mir selber. Ich suche aber, ach, hier sind die kurzen Hosen. So, ich habe hier noch ein T-Shirt rausgeholt, das kommt gleich. Ich habe nämlich auch kurze Hosen bestellt. Die Dreiviertelhosen gehen ja bis übers Knie, aber wenn es sehr, sehr warm ist und man möchte ja auch mal was anderes haben, habe ich mir jetzt auch kurze Hosen bestellt. Von jedem eine und wollte mal gucken, wie die ausfallen. Ja, die sind auch gut. Oh, schön mit Kordel hier. Die fallen mir auch sehr gut. Mit Taschen. Hier ist dann halt der auch ganz schlicht halt nur der Viking-Kompass drauf. Ganz schlicht. Ganz einfach. Die muss ich auch anprobieren noch. Wie gesagt, wenn die Bilder zu den ganzen Klamotten, wenn ich sie anhabe, wird es auf Instagram geben. Link packe ich euch auch in die Videobeschreibung. Aber nicht wundern. Und nicht komisch gucken, wenn ich habe Bauch, ich bin fett. Ja, also nicht wundern. Oh ja, hier. Ich hab ja ein Pullover und ein T-Shirt schon davon, was ihr jetzt hier drauf sehen werdet. Jetzt habe ich die passende kurze Hose. Lieber ein Wolf Odins als ein Lamm Gottes. Mit dem Wolf drauf. Da fehlt doch noch. Da, hier ist er. Ist doch die, oder? Ja! Ich habe euch gerade die. Wartet mal, jetzt muss ich selber erstmal gucken. So, das ist eine Dreiviertelhose. Ja, die Dreiviertel? Ja, ist ja okay. Gut. Für den Stream und so, für die Übergangszeit und für hier. Jetzt also ist auch mal ganz gut, so Dreiviertel und so. Und kurze Hosen. Die ich jetzt anhabe gerade, die weiß ich gar nicht, ob es die in der Länge gerade momentan auch gibt. Jedenfalls habe ich mir da die passende kurze Hose zu bestellt. Weil das passt jetzt zu meinen T-Shirts und Pullovers. Da habe ich ja schon einige, wo Wallknut drauf ist, auf dem Rücken oder halt vorne. Ja, und da habe ich jetzt die passende kurze Hose. Bin mal gespannt, wie das alles angezogen aussieht. So, dann habe ich mir bei Nordische Welt bestellt. Der Hauptgrund, warum ich diesmal bestellt habe, waren jetzt kurze Hosen und Achselshirts. Ein paar T-Shirts habe ich auch mitbestellt. Zu den Motiven, die mir noch gefehlt haben. Die mir, also die besonders geil finde, weil die haben ein paar
geile Motive in letzter Zeit rausgehauen. Und da habe ich mir gleich als Axel-Shirt und als T-Shirt bestellt. Nicht jedermanns Sache, was ich euch jetzt zeigen werde, weil das mehr so jetzt ein bisschen viel ist auf den ersten Blick. Aber es sieht geil aus, das Motiv. Ich habe das Motiv gesehen und das Motiv hat es mir angetan. Also die Zusammenstellung. Die sieht so ein bisschen Manga-mäßig aus. Ja. Ja, ein bisschen übertrieben, halt Nordmann. Und dann mit dem Wikinger hier. Und hinten halt nochmal der Viking-Kompass. Ich halte euch das auch nochmal näher ran. Wie gesagt, Fotos werden dann zu den ganzen Klamotten auf Instagram folgen. So, also das ist, wie gesagt, nicht jedermanns Sache, das weiß ich, weil es ein sehr, sehr, sehr großer Druck ist. Aber ich kann nur sagen, ich liebe dieses Motiv. Ich habe es als T-Shirt und als Pullover. Und mir hat es jetzt als Axel-Shirt noch gefehlt, weil ich habe das Motiv gesehen und ich habe mich in dieses Motiv verliebt. Also das ist einfach absolut geil. So. Ich packe mal hier ein paar Klamotten raus. So. So, das sollte eigentlich alles sein. Dann kann ich nämlich die Klamotten hier auch wieder ordentlich reinpacken. Damit sie nicht mit Katzenhaaren besudelt werden. Und dann kann ich nämlich die so mitnehmen und vielleicht morgen im Garten mal so eine Fotosession starten und dann machen wir mal so eine Fotosession starten und dann mache ich gleich halt, was weiß ich, 6-7 Outfits. Ich weiß gar nicht, wie viel überhaupt zusammenkriegen. Und also kurze Hose wird und so wird dann vielleicht irgendwo doppelt mit bei sein, weil ich habe eine 4 kurze Hosen und 3 Viertelhosen. Und ja, werden wir mal gucken. So, dann kommen wir jetzt zu einem Axel-Shirt. Ja, genau, das ist ein Axel-Shirt. Das musste ich unbedingt auch noch haben. Das habe ich auch schon als T-Shirt. Als Pullover weiß ich es gar nicht. Glaube nicht. Oder doch. Das hat mir auch so gefallen. Mit dem Wikinger-Totenkopf. Nordmann. Muss mal gucken. Das Motiv sieht so einfach ultra geil aus. Ich finde die Zeichnung auf dem Totenschädel richtig heftig. Und dann hinten halt auch wieder Walknut drauf. Ich denke mal, jetzt könnt ihr verstehen, warum ich gesagt habe, mit der kurzen Hose, das muss sein, damit das halt in Kombination super passt. So. Ich muss das mal hier ein bisschen enger packen. So. Dass das alles hier drin passt. So, dann haben wir hier noch. Ah, das ist das Axel-Shirt. Das ist das Axel-Shirt. Aber das ist der falsche Aufdruck. Hinten drauf. So. Muss ich gleich nochmal gucken. So. Oh. Mensch. So. Auf alte Götter. Ja, und das finde ich halt, das Motiv finde ich halt richtig gut, wegen, seht ihr das, dass er, kann man das schlecht erkennen, also in dem T hier, also, das ist ein T, die Rune ist ein T, müsst ihr oben in der Spitze gucken, dann seht ihr einen Wikinger, einen Kopf, also soll Odin sein und dann mit dem Schwert an und sehr schön verziert und hinten habe ich mir dann halt einen Rückendruck machen lassen, da habe ich dann angegeben, von welchem T-Shirt und da habe ich dann halt dieses hier. Aber ich glaube, ich hatte bei dem einen anderen Rückendruck. Ich glaube, da fehlt was. Da muss ich nochmal gucken.
So. Oder habe ich das Falsche angegeben? Ich muss mir meine E-Mail dann selber nochmal durchlesen. Weil es gibt verschiedene Rückenmotive, die mir gefallen haben. Und jetzt kommt nochmal das Passende. Als T-Shirt. Und da finde ich das gut, dass es halt nicht so in der Mitte ist, die Rune, sondern mehr so an der Seite. Ist mal was anderes. Und hinten auch wieder mit einem Rückendruck. So, wartet mal, die T-Shirts mache ich separat. Ich mache jetzt erstmal die Axel-Shirts da rein. So, dann habe ich ein T-Shirt bestellt, wo vorne auch wieder ein Totenkopf drauf ist. Auch wieder mit dem Viking-Kompass. Und da müsst ihr mal gucken, hier auch hier. Richtig schön verziert. Sieht ultra heftig aus. Und auf der Rückseite. Da steht Asatru. Kann man es lesen? Asatru. A-S-A-T-R-U. Asatru, für euch, die nicht wissen, Asatru ist die Glaubensart. Ist abgeleitet von Asentreue. Asen ist das alte Göttergeschlecht. Deswegen auch mein Zockername Odin Ase. So wie die Nachnamen Müller, Max, Meier gibt, müsst ihr euch das vorstellen, so in etwa waren das halt die Asen. Es gab auch noch andere Götter schlechter, zum Beispiel die Wanen. Ja gut, dann nicht mehr, die wurden ausgelöscht, aber so. Und Pagen gibt es noch als Bezeichnung, viele sagen Odinismus, Neopagen. Heidentum finde ich nicht so toll, weil vom Namen her Heidentum hat immer so einen negativen Klang. Heide, man glaubt an nichts, aber wir glauben ja an was. Und ich finde Asatru, Asentreue, für die Glaubensbezeichnung finde ich eigentlich ganz gut. Und ist auch in Dänemark, Norwegen, Schweden, so in den nordischen Ländern, nee Quatsch, ich glaube Australien auch. Australien glaube ich auch, hatte ich mal letzten Artikel gelesen, als anerkannte Glaubensreligion gespeichert und hinterlegt. Also man kann sagen, ich bin Asatru und dann geht sowas wie eine Kirchensteuer an die nächste, also vom Gehalt und so, und dann geht das halt an die nächste Glaubensgemeinschaft, die in der Nähe ist. Und man kann auch nach seinen Riten beerdigt werden und alle drum und dran. Also da ist es schon anerkannt. So. Hier bei uns in Deutschland, soweit ich weiß, leider noch nicht. So, dann habe ich, so genau, hier haben wir noch das passende Axel-Shirt dazu. Mach mal so, dass ihr das sehen könnt, hier Axel-Shirt. Und auch hier steht halt hinten Asatru drauf. Ultra heftig. Ultra heftig. Also Qualität, wie gesagt, also habe ich noch nie was Negatives erlebt. Und auch hier fühlt sich alles im ersten Augenblick jetzt hier sehr, sehr schön an. So. Was haben wir denn hier? Ach, hier haben wir dann noch Sehnsucht. Nordische Welt, das fand ich auch ganz gut, weil da Nordische Welt Werbung war. Also praktisch hier oben im Pfeil. Da steht Nordische Welt ganz klein drin. Ja, man könnte. Da, jetzt stellt sie scharf. So. Und hier halt auch. Das Logo von Nordische Welt auf der Webseite. So ein bisschen Silber gehalten. Richtig geil. Und hier halt so ein bisschen so, erinnert mich das an Vikings. So, wo Ragnar in die Ferne guckt. Ja. Finde ich auch ultra heftig.
dann natürlich das passende Axel-Shirt dazu. Weil ich habe mir jetzt wirklich viele Axel-Shirts bestellt. Ja, aber da ist hinten halt nichts drauf. Das fand ich dann so schlicht einfach ganz gut. Weil für abends für einen Stream im Sommer, wenn es so heiß ist und so. Und ich komme halt nicht immer gleich dazu, Wäsche zu waschen, weil... Oder auch in der Übergangszeit, dann habe ich von mir eine Waschmaschinenladung voll gemacht. Dann kommt zwei von der großen, weil ich weiß nicht, die, was die an Klamotten verballert innerhalb von einer Woche, das ist abnormal. Also ich weiß nicht, die muss fünfmal am Tag die Klamotten wechseln oder so, keine Ahnung. Und dann kommt noch Bettwäsche von mir, dann ihre Bettwäsche. Und deswegen komme ich nicht immer gleich dazu, wenn meins genug ist, dass ich jetzt eine Waschmaschinenladung machen kann. Weil dann kommt erstmal von der großen und so, da muss eigentlich abgearbeitet werden. Ihr kennt das ja als Familie. Und kann ich ja nicht schlecht sagen, ja, ich brauche jetzt auch mal wieder Wäsche hier. Jetzt mache ich mal meine Wäsche und du bist erstmal hinten dran. Also in der Regel ist es so eine Waschmaschinenladung von mir, dann kommen zwei bis drei Waschmaschinenladungen von ihr und dann ist schon wieder Bettwäsche dran. Ne? Und die Bettwäsche kann man, die legen wir ja dann in die Wäschetonne, das ist ja nicht so, aber so, dass ihr so wisst, was so in der Woche zusammenkommt. Eine Waschmaschinenladung von mir, manchmal zwei, also Anfang der Woche. Dann kommen zwei oder drei von meiner Großen. Dann kommt vielleicht noch mal eine von mir. Und dann kommt halt Bettzeug. Und dann hauen wir ihr und mein Bettzeug zusammen rein. Das ist eh eine Waschmaschinenladung. Oh, das ist auch, da hängt ein sentimentaler Wert dran. Das musste ich mir auch als Axel-Shirt bestellen. Das habe ich auch schon als Pullover und als T-Shirt. Also wenn meine Stimme sich ein bisschen komisch anhört, Leute, sorry, ich bin halt immer noch hier auf dem Damm. Skull. Entschuldigung. Auf der Rückseite ist halt hier nur ein bisschen Text. Skyfall Valhalla. Und zwar kann ich euch auch sagen, warum ich das unbedingt als Axel-Shirt noch haben musste. Aber einfach, ja, einmal klar, weil ich das Motiv echt cool finde. Aber auch wegen sentimentalen Werten. Ich hatte erst das T-Shirt, Pullover gab es damals noch nicht. Und dann kam der Pullover wieder rein, da habe ich mir den Pullover bestellt und jetzt halt das Axel-Shirt. Weil das T-Shirt hatte ich an, wo meine kleine Tochter geboren wurde. Also da war ich mit im Kreissaal und da hatte ich dieses T-Shirt an und da hängt halt sentimentaler Wert dran. So. Dann habe ich das bestellt. Das habe ich euch ja auch schon ein paar Mal gesagt, dass ich das Motiv, wo es damals reingekommen ist, auch ultra heftig finde. Und zu diesem grau-rot, habe ich gedacht, das Motiv als Rückendruck, also das ist nicht normal, dass der Rückendruck drauf ist, das habe ich gesagt. Und habe mir diesen Rückendruck ausgesucht mit Walknut und Odin. Und den Raben, ultra heftig, ultra heftig. Also die Zusammenstellung jetzt, wo ich es in real sehe, sieht schon richtig geil aus. So. Und jetzt kommen wir zum T-Shirt. Und beim T-Shirt habe ich es genauso gemacht. Ich habe vorne halt, wie gesagt, alles so ganz gelassen. Also da habe ich jetzt nicht an der Ärmel oder irgendwas machen lassen. Und hinten Odin mit Walknut. Das habe ich mir auch bei einem T-Shirt habe ich es mir auch vorne rauf machen lassen. Und das, was vorne eigentlich ist, habe ich mir jetzt Rückendruck machen lassen. Beim letzten Mal, also bei der letzten Bestellung. Ich bin da sehr kombinierfreudig. Und bei Spaß kostet, beziehungsweise Nordische Weltversand, die sind die Letzten, die sagen, machen wir nicht. Wenn es machbar ist, dann machen sie das. Also wenn jetzt zum Beispiel ein Motiv von der Farbe her, vom Druck, nicht zum T-Shirt passt, sagen sie, ey, das würden wir ungern machen, weil das passt nicht, das würde kacke aussehen. Das kommt schon vor. Oder weil die Farben nicht passen. Aber in der Regel
hast, ist halt nicht, dass sie sagen, nö, machen wir nicht. Schreibt einfach eine E-Mail hin, T-Shirt this, also von dem der Vorderdruck und hinten soll dann vom T-Shirt so und so der Rückendruck drauf oder beim Pullover genau das gleiche. Das ist überhaupt kein Problem, das machen sie. Das habe ich jetzt schon öfters gemacht und bin mit dem Ergebnis bis jetzt immer zufrieden gewesen. So, und da könnt ihr euch austoben, wie ihr wollt. Also, dann schreibt einfach eine E-Mail hin und dann kriegt ihr halt die Rechnung. Weil logischerweise kostet es dann was mehr, wenn hinten auch ein Druck drauf ist. Oder wenn man den Rückendruck austauscht. Wenn bei dem T-Shirt schon ein Rückendruck drauf ist, den macht man weg. Und sagt man hier. Oder nee. Meistens lassen sie den Preis so, ja. Dann braucht man nicht mal mehr bezahlen, wenn. Ich weiß es bei mir jetzt gar nicht mehr. Ich habe jetzt die noch nicht überprüft. Egal. Jedenfalls machen sie es. Und, wie gesagt, ihr könnt auch bei Spaß kostet und bei Nordische Welt bestellen und dann nur einmal bezahlen und habt auch nur einmal Versand und bekommt es dann mit. Weil ich habe mir hat nämlich noch beim letzten Mal bei Spaß kostet, da habe ich schon mal ein T-Shirt mit dem Totenkopf bestellt, mit den grünen Blättern. Ich werde mal gucken, ob ich das in meinen ganzen Videos bei YouTube noch finde. Das Odiva Shop, dann packe ich euch das in die Infokarte. Der sieht ultra heftig aus mit so einem Rasiermesser zwischen den Zähnen und dann hat er einen Totenkopf und Bart und so eine Elvis-Tolle sozusagen. Ultra heftig. Auch die Farbzusammenstellung dieser Totenkopf mit dem Grau-Weiß und die grünen Blätter außen. Richtig heftig, grün, richtig geil. Ist ein richtig schönes Motiv. Das gibt's leider nicht mehr. Sonst hätte ich mir das auch noch als Achselshirt bestellt und als Pullover. Weil das sieht richtig ultra heftig aus. Aber eins hat mir halt noch gefehlt, was ich auch gerne noch haben wollte. Und das ist dieses hier. Ich zeige es euch gleich von nahen. Und zwar steht da drauf, also ja, Ärmel haben wir auch einen Druck drauf. Und da steht da drauf, I'm not a hipster. I just have shaving. Also ich hasse rasieren. Und auf dem Arm haben wir dann halt hier drei Totenköpfe. Und ich zeige euch das Motiv jetzt auch nochmal in groß. Das ist der Schriftzug. So. Ultra heftig. Und für die, wie gesagt, die sich nicht sicher sind, ja, und dann ist nach einem halben Jahr oder so der Druck weg oder der Druck abgehangen zur Hälfte oder so. Oder was da für Vorurteile manchmal kommen. Weil es gibt genug Jobs, wo es leider so ist. Kann ich euch beruhigen? Ist nicht. Ich habe auch ein Video gemacht. Ich muss mal gucken, ob ich das bei YouTube auch noch finde. Da habe ich euch alle meine alten Spaß-Kostet-Klamotten gezeigt. Wie gesagt, von vor 15 Jahren noch. Also alle, die ich gefunden habe. Ich habe noch mehr irgendwo im Keller, aber die passen mir halt, wie gesagt, nicht mehr. Eine M werde ich in meinem Leben erstmal nicht mehr reinpassen. L glaube ich auch nicht. XL, XXL könnte eventuell noch klappen. Aber alles, was drunter ist, glaube ich nicht, dass ich da so nochmal reinpassen werde. Und wie gesagt, ich habe da noch Sachen von vor über 15 Jahren oder 15 Jahren. Und da ist noch die Farbe gestochen scharf. Da geht kein Buchstabe ab, kein Druck ab, nichts. Die sehen aus wie neu gekauft. Und ich habe sie wirklich oft gewaschen, logischerweise. So. Aber jetzt kommen wir mal noch zu was anderem. Ich habe ja auch gleichzeitig noch 4 T-Shirts für meine Tochter bestellt. Also meine Sachen sind jetzt abgearbeitet. Das ist ein ganzer Sack voll. So. Und dann habe ich für meine Tochter noch bestellt in 106, 116. Von der Größe her. Weil ich wollte eigentlich 110, aber das war von der Größe ein bisschen unübersichtlich. Aber das wird ihr passen, denke ich mal. Papas Racker. Und dann mit einem Totenkopf. Sie wünscht sich ja ein T-Shirt mit einem Totenkopf. Meine Frau ist schon total begeistert. Nicht. Aber ich würde mal sagen, da muss sie durch. Dann habe ich das hier bestellt. Das fand ich ultra lustig. Meine Frau hat gesagt, damit können wir sie nicht in den Kindergarten gehen. Das ist diskriminierend. Oder irgendwas dergleichen. Ich finde es einfach nur ultra lustig. Ein Elefant.
Gut, vielleicht hätte man eine andere Farbe nehmen sollen, aber ich wollte rosa haben, weil sie ja Mädchen. Und da steht drauf, Jungen stinken. Jungs stinken und dann ist da der Elefant, der lacht. Also ich finde es geil. So, oh, warte mal, das muss ich euch zuerst zeigen. Oh, das fand ich auch ultra geil, weil ist ja jetzt die erste Spaß kostet und nordische Weltbestellung, wo jetzt für die Kleine was mit bei ist. Und da habe ich das T-Shirt gefunden durch einen Zufall und da musste ich einfach holen. So im Ed Hardy Style, so vom Herzen, so sieht auch so wie damals, so diese Tattoo, Jacken und was weiß ich alles, was es da so gab. Und da steht, Spaß kostet Nachwuchs. Ist das nicht übelst geil? Also ich find's geil. Das ging nicht anders. Das musste gleich in den Warenkorb. Und für den Preis, das war runtergesetzt auf 4 Euro, also die anderen auch, da habe ich gleich mehrere genommen, halt logischerweise. Ich wollte ja nicht so viel, ich wollte nur 1-2 T-Shirts, wollte eigentlich nur den Totenkopf-T-Shirt bestellen und dann habe ich die anderen da neu gesehen und die mussten dann einfach sein. Also vor allen Dingen, Spaß kostet Nachwuchs und das, was ich euch jetzt zeige und Jungs stinken eigentlich danach, packst du auch noch mal drin. Fand ich auch lustig. Ich habe den noch ein Prinzesses. Auch mit so einem Herz und dann eine Krone drauf und so. Ich finde das süß. Ich finde das ultra süß. Ja. Für die kleine Prinzessin. So. Entschuldigung. So. Ich hoffe, das war jetzt alles okay für euch und nicht zu laut. Und ja, wir haben ja hier so einen ganzen Seesack voll Klamotten, so würde ich sagen. Ich werde dann halt morgen oder übermorgen, je nachdem wie das Wetter zulässt, die ersten Bilder machen. In der Hoffnung, dass ich es dann halt am Montag, Dienstag weg, auch wieder streamen könnt. Hoffe ich doch. Ich muss mal kurz gucken, wie vierte Montag ist. Heute ist der 19. Ich hoffe, dass morgen das Video online kommt. Aber es wird ein bisschen knapp mit bearbeiten und so. Ich weiß es noch nicht hundertprozentig. Aber ich hoffe, dass zum 21. praktisch dann bis zum 30. oder so jeden Tag ein Bild bei Instagram kommt, beziehungsweise ein Outfit halt mit von verschiedenen Motiven, also von verschiedenen Seiten oder so. Und dann einmal das Oberteil, einmal komplett Oberteil und die Hose und so. Ja, hoffe ich, dass ich das alles schaffe. Und dann kommt da dann die nächste Zeit bei Instagram was. Könnt ihr gerne Odin-Ase bei Instagram suchen. Würde mich freuen. Also ich bin nicht so aktiv da, aber ich versuche halt immer mal wieder ein paar schöne Bilder für euch zu teilen. So, ich bin jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, natürlich Däumchen wären Träumchen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich hoffe, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, ahoi, sagt euer Odin.